Wir sehen hier das Sony Ericsson K770i. Es ist ein Cybershot-Handy mit 3,2 Megapixeln. Hier hinten sieht man die Kamera. Und vorne hat es auch noch eine Kamera für Videotelefonie. Die Objektivabdeckung geht sehr einfach auf. Und wenn man diese auch herunterzieht, ist der Kameramodus sofort eingeschaltet. Man sieht auch, dass ein Farbwechsel erfolgt ist, wenn die Kameraabdeckung zu ist. Ist es ein weißes Licht und wenn man sie öffnet, wird es blau. Jetzt schauen wir uns die Kamera im Detail an. Man kann hierüber auch die Videokamera aktivieren, den Aufnahmemodus verändern. Das sind zum Beispiel Normal, Panorama, Bildfolge oder Rahmen. Auch Szenen sind einzustellen, zum Beispiel eine Nachtszene oder ein Nachtporträt. Die Bildgröße kann verändert werden, der Autofokus, ob einschalten oder ausschalten oder Makro und unendlich. Die Fotoleuchte, ein Selbstauslöser, die Effekte, zum Beispiel Schwarz-Weiß, Negativ, Sepia oder Solarisieren, ein Weißabgleich, ein Messmodus, die Bildqualität, der Verschlusston, Zeit und Datum, ob die in dem Foto dann angezeigt werden sollen, und dann auch natürlich die Dateien zurücksetzen und das Speicherziel. Jetzt machen wir ein Testfoto. Also die Qualität sieht ganz gut aus. Er hat auch schnell ausgelöst. Unter Mehr kann man dann ein neues Foto machen, es zu seinem eigenen Blog senden, dann im Foto-DJ bearbeiten oder natürlich auch löschen. Und im Fotofix, das ist ein Bildverbesserungsprogramm, in dem man die eigenen Fotos dann ein bisschen aufwerten kann. Jetzt werde ich das erstmal löschen. Und dann, wenn man hier nach unten drückt, kommt man so in den Videomodus. Und in diesem Modus kann man dann auch zoomen. In den normalen Kameramodus ist das nicht möglich. Ja, warum das so ist, das weiß ich leider auch nicht. Da hat sich Sony irgendwas bei gedacht. Und jetzt machen wir mal ein Video. Und stopp. Unter Mehr spielen wir das mal ab. Ja, die Qualität ist sehr gut. Im Standbild sieht es ein bisschen pixelig aus, aber das ist ja auch keine richtige Digitalkamera. Man kann noch eine Fotoleuchte aktivieren. Das sieht man hier, um auch in Dunkelheit oder bei schlechten Lichtverhältnissen gute Bilder machen zu können.